Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. So, ich wollte gerade heimgehen und bin da drauf gekommen. Wir können ja doch Lärm machen, weil... Warte mal. Weil wir hier theoretisch rein können. Ich probiere das mal mit Paul. Weil wenn nicht, dann schießen wir auf. Und dann machen wir dadurch ja den Lärm. Aber wird eh alles nichts helfen. Ich mag es nur trotzdem ausprobieren, ob wir theoretisch... Ne, er kann ihn nicht aufmachen. Okay, gut. Kannst du eventuell wo drauf schießen, Paul? Kannst du auf die Tür ballern? Könnte ja eigentlich klappen. Dann bringe ich alle da nach hinten. Und tausche noch ein bisschen Items, weil ich gerade mich voll gesammelt habe, weil ich eben heim wollte. Das heißt, ich muss ganz kurz einmal dem Paul oder dem Vic den Explosivsprengstoff geben. Timed Explosive. So viel kann er nicht tragen. Der wiegt 2 Kilo. Dann soll er mal die Bohnen hergeben und die beiden Lockpicks und im Gegensatz den Sprengstoff. Und der kommt da rein. Ich lasse alle hier. Nur der Paul läuft. Und der Paul ballert. Klappt das? Ja, das klappt. Jetzt sind die aber schon da. Okay. Explosivsprengstoff. Hierher. Gut. Und dann in Sicherheit begeben. Daher zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob er sogar... noch weiter fliegen könnte. Ich werde auf jeden Fall mal versuchen, aus der Schusslinie zu gehen mit allen. Den erwischen wir von hier, den Bill. Ja, machen wir das mal. 1... und 2. Aber ich versuche möglichst aus der Schusslinie zu bleiben mit den meisten. Da wird man eher gesehen. Und wenn ihr hierher kommt, könnte das besser klappen. Außerdem können wir dann alle auf einmal flüchten. Hoffentlich klappt das. Vic. Da ist Paul, der ist verwundet, den würde ich ja gerne heilen, aber das lasse ich mal besser. Ja, stelle ich da nach hinten. Okay. Die stehen sich im Weg und könnten alle von dem Sprengstoff, von der Sprengladung erwischt werden. Wäre ganz nice. Und der eine, den man von hier erwischen kann, der Bill, den werde ich auch mal erwischen. So lang, bis der Sprengstoff dann hoffentlich bald losgeht. Müssten sich jetzt alle hier eingefunden haben? Paul müsste das nur überleben. Oh, scheiße, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich dämlich. Muss ich den Max hochheilen und mich? Das war jetzt nicht so geplant. Das hatte ich ein bisschen anders geplant. Muss ich zugeben. Aber komm, komm, komm. Sprengstoff.
Ich sagte Sprengstoff, hallo. Wenn sich der jetzt zündet, dann wird's richtig lustig, aber ich hoffe, der zündet sich bald. Sonst kann man sagen, ja, Haken drunter, Fail und fertig. Oh, Moment, so ein bisschen Feuer machen, damit da keiner vorbeikommt und alle schön brennen. Das gefällt mir auch ganz gut. Und jetzt die Frage, wie teuer ist es? Geht nicht. Der Charakter ist nicht K.O. Und da gibt es nicht genug Aktionspunkte, um das durchzuführen. Okay, passt. So. Du kannst draufballern. Undamaged, badly wounded, 80% Hit-Chance. Naja, ein bisschen immerhin geschadet. Das Ganze geht nochmal. Almost dead. Fein. Und zack. Da war's. Der kommt jetzt natürlich nicht vorbei, weil die Leichen hier den Weg versperren und auch noch alle brennen. Die sind down und brennen. Fuck, irgendwie kommt man da doch durch. Depp. So war das nicht geplant. Schaut aber cool aus. So ein kleines Lagerfeuerchen. Badly wounded, wounded. K.O. Wounded. Dann eigentlich nah rankommen und beim nächsten Mal drauf zwiebeln. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Schade, dass die K.O. sind, die beiden. Paul hätte auf jeden Fall Heilung notwendig. Ja, komme ich nicht ganz hin. 5 Aktionspunkte brauche ich, um dort zu sein. Okay, das ist ein bisschen heftig. Das wird sich nicht ganz ausgehen, weil der Weg da im Weg rumliegt. Na toll. Okay, dann heile ich mal selber. Ah. Dann kannst du den Weg auch nochmal heilen. Und dann hoffen wir mal, dass der Paul nicht drauf geht. Okay. Paul geht drauf. Das Feuerchen brennt noch. Die kriegen Schaden pro Runde. Greifen den Vic an. Und das Spiel überlegt sehr lange. Lange Ladezeiten. Flare Gun, na klar. Gegen den Max. Badly wounded. Adafur gibt's da auch mal eine rein. Almost dead. Und da liegt er. Bill ist K.O., Clark ist K.O. Okay. Okay, 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 das ist gut. Ich muss mal wiederum den Vic verheilen, der da am Boden herum noobt, ohne irgendwas zu machen. Und hier 4 Aktionspunkte. Den Max auch nochmal. Damit der auch noch ein bisschen aushaltet. Und dann kann ich hier stehen bleiben. Damit niemand den Weg erwischt. Er hat eine 85%ige Hitchance.
auf Clarky da am Boden und Bill, aber die gefallen mir eigentlich da unten ganz gut, weil die verhindern, dass andere rankommen. Irgendwie möchte ich zu dem Ralf hin. Ja, ich werde erstmal reloaden. Mich dann da in die Ecke stellen. Das Feuerchen, ach, ist es schön. Schön romantisch. Ralf. Zwei näher. 85%. Das sieht gut aus. Ralf einmal. Ralf zweimal. Okay. Ja, mit seiner scheiß Flare-Gun. Ja, ist ja okay. Na, das hat den Maxchen, hat das Maxchen umgesenzt. Dann gibt's wieder mal eine Verbesserung, dass er sich wohler fühlt. Dasselbe werden wir auch mit ihm machen. Halt blöd, dass der Paul draufgegangen ist. Das ist unser bester Schütze gewesen. Aber es war nur mal interessant zu sehen, ob es überhaupt klappt. Und das scheint zu klappen. Okay, nächster Zug. Das Feuer ist aus. Die bluten immer noch vor sich hin, das ist okay. Almost dead. Ja, gut, 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 gut. Karnov. Ah, geht's noch was? Da geht noch was, da geht noch was. Rick, selber heilen. Und nochmal. Und es ist schon ganz geil, dass da niemand durchkommt. Ich finde das nicht schlecht. Die bräuchten halt dann noch Fernkampfwaffen. Wenn ich da nochmal hergehe. Das wird durchaus Sinn machen. Stehen sie sich selbst im Weg rum. Okay. 80%. I'm injured. No shit. Ach, ich muss erst reloaden. Aktiv setzen. Kann ich da nochmal reinballern? 4 Ability Points. Ja. Hätte ja klappen können. Zack. Da kommt von der Ferne wieder was geflogen. Ihr seid doch Wichser. Aber Wichser, die sich nicht trauen ranzukommen, weil da alles verstellt ist mit Leichen. Also grundsätzlich von der Idee gefällt mir das sehr gut, das hier als Rückzugsraum zu nehmen und die auf dem engen Gang hier auflaufen zu lassen. Da können immer nur 2 und 2 durch. Das heißt, die Sache ist nett. Vor allem für solche Nahkämpfer wie die, die dann einfach mal da hinten bleiben und aus der Ferne ausgeschaltet werden können. Nachteil halt wie jetzt, wenn die Fernkampfschützen von uns auch ausgeschaltet sind. Das bringt dann alles gar nichts. No healing required. Kann leider auch nichts Nahkampftechnisches machen. Fernkampf meine ich. Molotov, doch, Molly. Molly kann ich wieder reinhauen. Daher. Not enough Action Points. Na gut, dann kann ich es doch nicht machen. Die Pluten vor sich hin.
Du kannst auch nichts machen. Okay. Dann Molly. Einmal, ja, von mir aus hier in die Mitte reinschnetzeln. Dass sich dein Almost Dead Status auch bald verbessert. Zu meinen Gunsten. Piu, da kommt schon wieder was von der Ferne. Das gibt's ja nicht. Boah, gib mir das am Arsch. Was da immer wieder dahergeflogen kommt. Das ist ja zum Abgewöhnen. Sehr gut, sehr gut. Blutet vor euch hin. Ich kann wieder angreifen. Das ist nice. Da machen ein schönes Lagerfeuer. Okay. Und die kommen irgendwie nicht näher. Die trauen sich nicht so recht. Okay, soll mir recht sein. Kann ich noch einmal Ammo reloaden? Ah, da kommt ja wer. Da traut sich ja jemand. Das ist natürlich fein. ...80%, das nehme ich. Piu! Einmal noch. Lance. Da hau ich daneben. Na ja, gut. Ist okay. Max hat sich wieder erholt, steht wieder auf. Das ist fein. Den, klar, könnte ich eigentlich umnieten. Theoretisch, dem seine Leiche brauche ich nicht. Da müssen die da schon außen rumlaufen. Wäre mir lieber, wenn die Fernkämpfer da mit ihrer, was haben die da, eine Granate? Wenn die vielleicht ein bisschen näher kommen, vielleicht klappt das ja. Gut, der ist down. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Vielleicht wollen die jetzt auch außen rumlaufen, weil sie sehen, ha, da ist ja frei, theoretisch. Wenn es nicht brennen würde. Ich weiß es nicht. Ich hatte noch Molly. You asked for this, ja, toll. Schießt auf meinen Max. Ich würde sagen, das gibt Rache. Piu, wundet. Misses. Noch immer nur verwundet. Das verwundert mich. Ja, guck an, jetzt kommt da. Er kommt näher. Was mal gar nicht so schlecht ist. Ich würde sagen, du kriegst auch mal noch so ein bisschen Feuer ab. Da rein, ja. Das ist fein. Das ist nice. Das gefällt mir gut. Gut. Schlecht. Schlecht. Set active, wie viel Schusswahrscheinlichkeit? Null. Da musst du echt ganz nah rangehen dafür. Da brauche ich 3 Ability Points hin. Dann gibt es nur eine 20%ige Wahrscheinlichkeit. Ah, guck an, der ist auch schon tot. Bill und Clark, okay. Ja, mit der 80%igen kann ich schon eher was anfangen. Bam! Und dann wieder ein bisschen weglaufen. Also an sich, ich da gewinnen werden wir das nicht, vor allem ist Paul tot. Aber
Ich finde es aber nicht so schlecht. Wie soll ich sagen, für das, was wir instande sind gerade zu tun. Für das ist es okay. Ich kann sogar noch einmal ballern. Hab hier eine 30%ige und hier eine 20%ige. Dann habe ich doch nicht genug Aktionspunkte. Doch. Na eben. Klappt doch. Weg geht richtig gut ab. Badly wounded, den müssen wir platt machen da. Wir haben drei Chancen dazu. Perfekt, die zweite sitzt. Und den slightly wounded Typen werden wir auch noch erwischen. Hoffentlich. Bisschen zurück. Zwei von sechs. Okay, er könnte ein bisschen weiterlaufen, nachdem die hier tot sind, die beiden. Und das Feuer erloschen ist. Ja, daneben geschossen. 75%iger Hitchance und er ballert daneben. Was geht denn ab mit dir? Und keine Ammo mehr. Okay, dann wieder zurück. Ja, guck an, eine Nahkampfwaffe hat er auch noch. Jetzt laufen sie näher. Aber wir haben so viel geschafft. Ich bin echt ganz begeistert, dass das gut geklappt hat bisher. 100%. Piu! Einfach mitten in die Fresse rein. Und der haut daneben. Das ist natürlich nice. Die kommen nicht hoch. Aber jetzt wird es gleich gewesen sein mit Vic. Nein, 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 nein. Ach, schade. Und die hauen jetzt fleißig drauf rein. Ich glaube, es sind nur noch drei am Leben. Ich glaube, dass wir es wirklich geschafft haben, die ordentlich runter zu dezimieren. Aber ich frage mich, wieso Max und Rick gerade nicht mehr hochkommen. Und Vic, ja, der ist jetzt tot. Der hat richtig viel geschafft. Na gut, das war's. Das war's, die schnetzeln immer noch auf uns ein. Lief aber gar nicht so schlecht. Für die Möglichkeiten, die wir gerade hatten. Also auf die Tür zu ballern, um quasi Aufregung zu schaffen, Awareness zu schaffen, das war gut. Auch der Sprengstoff war ganz gut platziert. Wir hatten halt nur Pech, dass uns die auch mal mit dem Sprengstoff ordentlich erwischt haben und das hat dann den Paul weggenockt. Das heißt, beim nächsten Mal eventuell noch einen zweiten Sprengstoff, die in beide Gänge reinwerfen. Das ist die eine Idee. Oder einfach zwei Sprengkörper direkt nebeneinander positionieren. Irgendwie schauen, dass wir uns da wieder verschanzen in dem kleinen Raum. So wie wir es ja auch gemacht haben. Das lief ja ganz gut. Aber ja, auf jeden Fall mit mehr Waffen und vielleicht auch einer Gasmaske, damit uns dieser Sprengstoff nichts anhaben kann. So, ich sage euch mal vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Where were you when the sky fell down? When my life turned round for good?